Es ist einmal eine ungeheuer dramatische Geschichte, die einfach für sich selber spricht. Also diese Tragödie, die sich da abspielt, hat so viele das Mitgefühl weckende, so viel unselige, schreckliche, erschütternde Umstände und Konstellationen, dass man daran einfach nicht unbeteiligt vorbeigehen kann. Zugleich aber würde ich sagen, hat dieses Ende des Dritten Reiches bringt auch nochmal alle die Aspekte gesammelt, konzentriert, verschärft auch zum Vorschein, die dieses Hitler-Regime ausgemacht haben. Und insofern kann man im Grunde genommen keine bessere Einführung in die Geschichte des Dritten Reiches lesen als die Geschichte dieses Untergangs. Da kommt alles in the nutshell, wie man so sagt, also in einer Nussschale kommt das zum Vorschein. Der ganz tiefe Nihilismus des Regimes, die Zerstörungsenergie, die es entfaltet hat, denn Hitler ist eigentlich, wenn man es genau sieht, und ich habe das in einem Hitlerbuch geschrieben, das ich vor 30 Jahren veröffentlicht habe, er ist die Entfaltung einer ungeheuren, destruktiven Fantasie eigentlich. Das wird aber niemals so deutlich wie gerade in diesen Endtagen. Und es ist schließlich auch dieses Gefühl von geballtem Ressentiment in einer Figur wie Hitler, die auch zum Vorschein kommt. Ich bin der Ansicht, und das, so steht es ja auch in dem Buch, wenn das deutsche Volk diese Bewährungsprobe, zu der er dieses Volk auserwählt hat, nicht besteht, dann soll es zugrunde gehen und er wird alles dazu tun, damit es zugrunde geht, denn es hat ein Überleben nicht verdient. Und da richtet sich also gewissermaßen der enttäuschte Hass Hitlers gegen das eigene Volk, sodass die ganz paradoxe und für die meisten fast unglaubwürdig wirkende Situation sich ergibt, dass Hitler zwei Völker vor allem ausrotten wollte, die Juden, wie wir alle wissen, und dann zuletzt auch, das gilt nur für die allerletzte Zeit freilich, aber zuletzt eben auch die Deutschen, sein eigenes Volk. Die ganze Szenerie, in der sich das abspielt, hat etwas zutiefst Surreales, habe ich immer empfunden. Und man bewegt sich in einer Welt, oder sagen wir, die führenden Leute des Regimes bewegen sich in einer Welt, die völlig aus der Wirklichkeit herausgetreten ist, nichts mehr damit zu tun hat. Sie treffen Entscheidungen über den Einsatz von Armeen, die gar nicht mehr existieren. Sie bieten Kräfte auf, Munition, Geschütze, Gerätschaften und so weiter, wie sie zum Krieg führen nötig sind, die überhaupt nicht mehr existieren. Sie sind völlig aus der Realität herausgetreten, wissen gar nicht mehr, was die Realität ist. Aber umso spürbarer wird die Realität für diejenigen, die sie draußen auf den Straßen erleiden und erdulden müssen, die Zivilbevölkerung. Und ich habe das auch mehr betont, als das sonst bei Büchern nötig ist, um mir natürlich sofort den in Deutschland ja nicht unbekannten Vorwurf eingehandelt, von einigen Rezensenten jedenfalls, ich wollte aus dem Volk der Täter ein Volk von Opfern machen. Das ist ein solcher Unsinn. Das sind alles Menschen, die unter behaglichen, wohlversorgten Umständen aufgewachsen sind und gar nicht wissen, was es heißt, in eine solche Situation hineinzugeraten. Und natürlich sind viele Menschen völlig unschuldig da hineingeraten, natürlich auch Nazis und Funktionäre und führende oder auch nicht mal führende Anhänger des Regimes. Aber es sind immer, die unschuldigen Opfer sind immer in der großen Mehrzahl und so ist es auch hier. Und mindestens muss man dieses Unglück der vielen Tausenden oder Millionen Menschen muss man doch sehen können. Man kann doch nicht darüber hinweggehen und sagen, einfach nur, die haben es doch verdient.
das ist auf eine neue Art unmenschlich und das ist die Unmenschlichkeit, die in Deutschland aller Mode ist. Dann gibt es auf der anderen Seite Goebbels. Das ist der kühle, rechnende Fanatiker, der vor allem auch zusammen mit seiner Frau die Behauptung, die man heute oft hört, dass Frauen die Welt menschlicher machten, kann man in dem Falle nun wirklich nicht bestätigt finden. Frau Goebbels ist die Erste, die der Ansicht ist, dass die 6 Kinder, das älteste Kind ist 12, Hilde ist 12 Jahre alt, es sind 6 Kinder, die sie hat, dass die alle umgebracht werden, weil es sich nicht lohnt, für die Kinder von Goebbels oder für Menschen überhaupt in der Welt nach Hitler und wo es keinen Nationalsozialismus mehr geben wird, zu leben. Goebbels widerspricht erst, macht dann aber ganz kalt berechnend mit, weil er sich sagt, wenn wir die 6 Kinder umbringen, das wird die Menschen so erschüttern, wird einen Mythos schaffen und dieser Mythos wird in gewisser Weise jedenfalls den Weiterbestand des Nationalsozialismus sichern. Was Hitler selber angeht, würde ich sagen, von Sinnen oder reduziert war er überhaupt nicht. Alle Berichte, die ich kenne, sprechen zwar davon, dass er in seinen Themen und Interessen ungeheuer eingeschränkt war, aber alle sprechen auch davon, dass seine Autorität, seine Energie, seine Fähigkeit, seinen Willen durchzusetzen, in diesen allerletzten Wochen fast stärker war als während der Jahre vorher. Es ging von diesem gebrechlichen, mit schlurfenden Schritten über die Gänge der Reichskanzlei sich mühenden Mann offenbar gerade durch diese Hinfälligkeit eine noch verstärkte Wirkung aus. Und alle haben ihm auf eine sklavische Weise gehorcht. Hitler brauchte auch, glaube ich, keine Drogen. Der konnte sich selber halluzinierend gewissermaßen unter Drogen setzen. Also der war ein ideeller Abhängiger von die Ideen, die er hatte. Das waren die Drogen, mit denen er zu tun hatte. Es ist eine große Tragödie. Tragödien haben Menschen immer interessiert. Deswegen hat es, solange die Menschen noch irgendein Interesse hatten, hat es auch auf dem Theater Tragödien gegeben. Heute gibt es ja keine mehr. Es gibt nur noch Albernheit und Spaß und Comedy. Irgendwann wird die Zeit wiederkommen, da wird man sich auch wieder für Tragödien interessieren. Aber eigentlich ist die Tragödie der Stoff, aus dem das Theater besteht. Dies hier ist eine ungeheuerliche Geschichte einer ungeheuerlichen Tragödie. Man muss sich vorstellen, in Berlin sind über 200.000 Menschen, Frauen, vergewaltigt worden. Alleine in Berlin und bis nach Berlin, glaube ich, auf dem Weg. Das sind ja alles nur Schätzungen, die man da hat. Die Schätzungen reichen nach meiner Erinnerung von 600.000 bis 800.000 bis weit über 1 Million. Und wahrscheinlich ist auch die Berliner Zahl zu gering. Dann gibt es ganz wenige registrierte Selbstmorde. Also es sind aber immerhin im Monat März, April, glaube ich, sind es um die 1.000 jeweils. Aber man kann davon ausgehen, dass das nur eine Dunkelziffer ist, die Zahl derer, die wirklich Selbstmord begangen haben, es waren nicht Parteigenossen etwa, sondern das waren einfach Leute, die auch diesen Weltuntergang nicht mehr erleben konnten, wollten, die einfach kaputt waren. Den Begriff des Tragischen würde ich für Hitler nicht anwenden. Thomas Mann hat mal gewarnt, die Deutschen mit dem Begriff tragisch allzu eilfertig umzugehen, weil dadurch jede Dummheit, jede Niedertracht und so weiter so einen gewissen Geistesadel bekommen kann. Und ich finde das sehr richtig und diese Warnung voll auf berechtigt. Und ich würde deswegen sagen, Hitler hat mit
großer Rücksichtslosigkeit, Skrupellosigkeit durchgesetzt, was immer er wollte, und am Ende ist es schiefgegangen. Das ist noch keine Tragödie, würde ich sagen. Eine Tragödie entsteht aus dem Widerstand zweier, aus dem Widerspruch zweier Prinzipien in einem Menschen. Und bei Hitler gab es keinen Widerspruch. Es ist untergegangen eine ganze Welt mit ihren Normen, ihren Gesittungsregeln, ihren Moralbegriffen, ihren Lebensformen. Und was noch so ein bisschen etwas hinkend überlebt hat, ist dann von der nachfolgenden Generation, insbesondere von den 68ern, auch noch schnell mit umgebracht worden, immer unter der Berufung darauf, dass das ja alles zum Narzissmus geführt habe und deswegen kein Recht auf weitere Dauer hat. Ich glaube, dass man, die Trümmer, die es in den Straßen zu sehen gab, das war nur der Ausdruck der Trümmer, die in den Seelen, um es etwas altmodisch auszudrücken, man kann auch sagen, moderner, in der Mentalität der Menschen angerichtet worden ist, in den Regeln, auf die sich eine Gesellschaft verständigen muss, wenn Menschen zusammenleben wollen. Wenn es keine Regeln mehr gibt und keine Gesetze mehr gibt, die allgemeine Beachtung finden, ist diese Welt kein Ort mehr, an dem man leben kann. Das ist für mich, und davon ist sehr viel in diesem, durch Hitler kaputt gegangen. Was ich mir als Resonanz verspreche, kann ich nicht sagen. Also ich fürchte, irgendjemand wird wieder sagen, das ist ja diese unerlaubte Heroisierung. Oder da ist ja gar nicht am Ende drin, wie die Deutschen das überwunden haben, den Narzissmus. Oder wissen Sie, irgendwelche, die moralischen Aspekte kommen vielleicht ein bisschen zu kurz. Und das Erzieherische, das Pädagogische, das man doch braucht in einem solchen Film, auch das, sondern die lassen das einfach, der Eichinger und der Fest, die lassen das einfach so für sich, und der Hirschspiegel natürlich, die lassen das einfach so für sich sprechen, als ob doch aus der Sache von selbst hervorgeht, dass sie verwerflich ist und gar nichts dazu sagen und den Zeigefinger nicht erheben. Hat denn der Fest gar keinen Zeigefinger oder Herr Eichinger? Das sind so diese blödesten Kritiken, die ich mir vorstellen kann. Und sie werden ganz bestimmt kommen. Ich habe diesen Zeigefinger tatsächlich nicht. Und ich finde, wer auch nur halbwegs aufmerksam diesen Film, oder, und ich kenne ja das Drehbuch immerhin, dies verfolgt, der wird auch merken, welche Lehre diese Darstellung enthält. Und wenn er das nicht merkt, ja, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Dann wird auch der erhobene Zeigefinger ihm nicht helfen.